So, da sind wir jetzt wieder. Geht's endlich los. Während dieser Einführungsfilm lief, habe ich mir überlegt, ich will doch den E-Rage nageln. Aha. Eigentlich muss ich mich auch nageln. Ja, dann go for it. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Okay. Oh, die Sonnenbrille. Dreimal Sonnenbrille. Die Sonnenbrille. Oh. Das war, ich weiß noch, wie du mal gesagt hast. Ja, wenn dir irgendwas schlecht ist, dann sind es die drei Sonnenbrille. Ja. Musst du dir Hände, also du musst dir dann die Brille. Alter, ich sehe trotzdem überhaupt nichts. Kann man nichts machen. Ich sehe gar nichts. Toll! Oben gab's einen Doppel-T. Boah, ich hab, wenigstens eingelenkt. Du hast Nein, 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 nein. Auf einmal invertiert die Scheiße. Man kann nicht mehr. Boah! Nein, und ich geh auch drauf. Ach, nein. Darf man nicht nehmen, oder was? Nein! Nicht zwingendermaßen. War das eine Low-Nummer? Nein! Scheiße! Ich glaub, wir müssen mal beim Erik die Brillen gerade rücken. Ja. Ey, wie viele Power-Ups? Oh. Alter, guck mal. Was für eine Kurve los. Ey, mit dem Brillen. Ich vermerke kurz die Ergebnisse. Ja. Tiebreak am Ende, wie krass der Tiebreak. Alter, ey. Ich hoffe, das ging gut ab mit den Brillen. Das war so ätzend. Ja, hat ja nicht so gut geklappt bei dir, ne? Ach, nee, so gar nicht. Ne? Hat es auch nicht. Guck, ja, guck mal, wie unscharf das war die ganze Zeit. Ja. So kommst du uns nicht davon. Ja, sehr schön. Damit ist auch diese Runde beendet. Einen neuen Nagel haben wir auch mal wieder gesehen. Genau. Ja. Was hat denn der Benni da geschrieben im Chat als? Das war beleidigt. Jo, liebe Freunde, das war ja mal ein Schuss nach hinten für die anderen, so ein bisschen zumindest. Also erster konnte ich nicht werden, aber immerhin konnte ich nasal reden. Ja, nach dem letzten habe ich leider auch dieses Battle verloren. Es lag natürlich nur daran, dass ich von der Seite nicht so gut gucken konnte und so der Bildschirm. Nee, klar, ich muss nächstes Mal auf jeden Fall Doppelpower geben, um diese beiden Dinger wieder auszugleichen und glaube, dass wir da nochmal ganz gut angreifen können. Oder ich nochmal ganz gut angreifen kann, die anderen hoffentlich nicht. So rum. Danke fürs Zusehen euch. Tschö. So, ja, ein weiterer Sieg für mich. Sehr nice. Das macht sich gut auf der Gesamtskala, so wie es aussieht. Wobei da auch ein vierter Platz dabei ist. Müssen wir mal sehen. Ja, Curfever kannte ich auf jeden Fall schon. Und ich war auch ein alter Snake-Junkie, könnte man fast schon sagen. Auf meinem alten Handy habe ich das sehr viel gespielt. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ganz gut abgelaufen. Jetzt müssen wir mal sehen, wie die letzten beiden Battles noch so werden. So, schon wieder Zweiter geworden, das war Curfever und ich glaube bisher, wenn ich hier so auf die Liste gucke, sieht es bei mir, glaube ich, ganz gut aus. Könnte natürlich besser sein, ich bin mal wieder im Mittelfeld. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, es sind ja immer noch, lasst mich rechnen, immer noch zwei Nägel im Umlauf und ich bin sehr gespannt, wie die noch eingesetzt werden und ob es mich noch erwischen wird oder nicht. Und auch noch den zweiten Platz am Start mit dem Thomas zusammen. Und ich glaube, das nächste Mal werde ich auch mal ein Nägelchen auspacken. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das nächste Spiel wird Mount Your Friends sein. Und ja, ich hoffe, ich kann meinen nasalen Ton weiter beibehalten hier. Adieu. Und ich bin gespannt, wie das ganze Match natürlich finally ausgeht. Ich glaube, momentan sieht es immer noch knapp aus zwischen Benny, Erik und ja, ich glaube, Benny liegt auf jeden Fall momentan vorne, wenn ich das hier richtig sehe. Ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Und wie immer drückt mir die Daumen. Platz 2 ist ja gar nicht so schlecht. Ich bin stolz auf mich. Macht's gut. Es sind ja auch noch Nägel übrig. Ich kann meinen noch einsetzen, also mal gucken. Ja, vielleicht nehme ich den beim Erik oder ich schiel die ganze Zeit hier so auf den Punktezettel, ja, wo steht, wer wie oft Erster war. Und der Tommy, der war auf jeden Fall zweimal Zweiter, also der liegt auch nicht schlecht im Rennen. Vielleicht kriegt der es auch ab. Muss ich mal gucken, wie der Erik dann so dasteht. Seid gespannt. Nächste Folge gibt's auf jeden Fall Mount Your Friends, so wie es aussieht. Ein sehr lustiges Spiel. Seid gespannt. Bis dahin. Tschüss.